Hallo, herzlich willkommen zurück beim Netzpolitischen Abend vom Digitale Gesellschaft e.V. in der Seabase. Wir kommen zum zweiten Teil unseres Abendprogramms und haben jetzt hier Danny Bruder zu meiner Linken und Meinert Starostik zu meiner Rechten, die Gründungsmitglieder und jetzt Verwaltungsratsmitglieder der GEMA-Alternative C3S, der Cultural Commons Collecting Society sind und euch das Projekt vorstellen wollen und natürlich die aktuellsten Entwicklungen darum, denn innerhalb der letzten 2 Jahre, in denen das Ganze sich entwickelt, ist natürlich schon sehr, sehr viel passiert und wir freuen uns sehr über das Update zur Initiative. Dankeschön, dass ihr da seid. Rechts, links, super. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Wir beschäftigen uns jetzt mal mit einem Thema, was jetzt nicht so ganz global ist. Aber wir sind ja eine europäische Genossenschaft, insofern sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal europaweit. Ne? Also C3S, was soll das? Was ist das? Es geht um eine zweite Verwertungsgesellschaft für Musik in Deutschland. Wie ihr alle wisst, gibt es ja hier nur die GEMA in dem Bereich und das schon immer, sozusagen. Und diese Monopolstellung hat ja zur Folge gehabt, dass die GEMA sich relativ ignorant gegenüber aktuellen Entwicklungen verhalten hat und auch mit ihrer Tarifreform im letzten Jahr einen grandiosen Shitstorm geerntet hat. Wir wollen dieses Monopol brechen, einfach nur durch unsere bloße Existenz. Wir haben uns als Genossenschaft gegründet, um eine maximal mögliche Mitbestimmung durch unsere Mitglieder zu erwirken. Das heißt also wirklich, bei uns werden nur Mitglieder stimmberechtigt sein, die tatsächlich Komponisten oder Textdichter sind für Werke der Musik. Und die werden dann auch in den Mitgliederversammlungen über alle über die gesamte Funktion dieser Verwertungsgesellschaft entscheiden. Es ist auch möglich, Unterstützungsmitglied zu werden. Also wir haben uns von vornherein dazu entschieden, eben keine Verlage oder ähnliche Körperschaften aufzunehmen, um eben, wie schon gesagt, eine maximale Mitbestimmung der Musiker zu gewährleisten und eben dadurch eine maximale Flexibilität der Lizenzierung zu erreichen. Das heißt, die Musiker können sich selbst entscheiden, welche Art der Lizenzierung sie verwenden wollen, also Creative Commons oder eben auch das traditionelle alle Rechte vorbehalten System. Das liegt ganz bei den Mitgliedern. So. Wir sind uns relativ bald darüber klar geworden, dass eine schrittweise Einführung der Nutzungsarten der einzig gangbare Weg für uns ist, da wir eben einfach uns neu gründen und nicht in der Lage sind, das komplette Geschäft from the scratch sozusagen aufzuziehen. Das heißt, wir werden erstmal konkret mit der Online-Geschichte anfangen und dann schrittweise die anderen Nutzungsarten einführen. So, kommen wir zu den Zielen der C3S im Vergleich zur GEMA. Wir wollen flexibler sein. Das heißt eben, sowohl kostenfreie als auch kostenpflichtige Lizenzen verwerten. Wir wollen eben nicht, wie es bei der GEMA zurzeit immer noch ist, CC-Lizenzen verbieten. Denn es liegt nach unserer Auffassung eben in der Entscheidung der Künstler selbst zu entscheiden, wie sie ihre Werke lizenzieren wollen und nicht an uns als Genossenschaft oder eben an einem Verein wie der GEMA. So, wir wollen praxisnah arbeiten. Das heißt eben, dass wir die Tarifgestaltung mit Urhebern und Anwendern gestalten, also durchführen wollen. Das heißt so viel wie, es wird einen Beirat geben zum Beispiel, wo auch eben Leute sich mit uns unterhalten oder mit den Künstlern, die bei uns Mitglied sind, über deren Bedürfnisse, was wollen denn die User eigentlich? Es soll einfach auch mehr Rechtssicherheit geben für jeden, also das Recht auf Remix sei hier auch nochmal kurz genannt. Es soll einfach klarer und durchsichtiger werden und eben der Praxis entsprechend, die halt die Musiknutzung betrifft. So, die GEMA hat im Gegensatz dazu häufig sehr unrealistische Tarifkonzepte und darüber hinaus auch alles sehr undurchsichtig. Man weiß also nicht so genau, was da eigentlich passiert. So, wir wollen Gerechtigkeit. Mehr Gerechtigkeit herstellen. Das heißt, eine 1:1-Verteilung für bislang gar nicht berücksichtigte Urheber. Das heißt, so viel wie, es ist ja so, dass 40% der Einnahmen der GEMA, die ja im Jahr im Schnitt ungefähr 800 Millionen betragen,
40% davon einfach aus Pauschalbeträgen kommen, wo Urheber, die jetzt in der Subkultur oder die eben prägend sind für eine Entwicklung in der Musik, auch überhaupt gar nicht berücksichtigt sind. Also das wird dann statistisch hochgerechnet anhand sehr weniger Daten. Der Begriff Bohlensteuer ist ja wahrscheinlich jedem schon mal irgendwie in die Ohren gekommen. Es ist halt so, dass hauptsächlich diejenigen, die sowieso schon am meisten verdienen, auch immer noch dann durchaus aus den Pauschalbeträgen eins obendrauf kriegen. Und diese Pauschalzahlungen beinhalten eben Gelder, die eigentlich gar nicht den GEMA-Mitgliedern zustehen, sondern eben mit Urhebern, die überhaupt gar nicht GEMA-Mitglied sind zum Beispiel. So, wir wollen effizient arbeiten, das heißt, wir möchten, so gut es geht, technologische Entwicklungen auch berücksichtigen und in unser Lizenzierungskonzept mit einfließen lassen. Und wir wollen sozusagen auch mobil sein. Das heißt, wir wollen einfach sicherstellen, dass möglichst wirklich eine werkgenaue Abrechnung stattfinden kann. Das heißt also, dass man, wir werden damit den Clubbetreibern und den Künstlern selber sehr viel zu tun haben. Wir müssen dann natürlich irgendwie gucken, dass wir irgendwelche Schnittstellen einarbeiten oder einbauen in die Anlagen der Clubs und Diskotheken und so weiter und so fort. Und wir möchten nicht, wie die GEMA, einen riesigen Verwaltungsapparat haben, der einfach unglaublich teuer ist. Das beläuft sich bei der GEMA so ungefähr auf 15% von diesen 800 Millionen jährlich, die einfach nur dafür draufgehen, dass die GEMA so arbeitet, wie sie arbeitet, ohne das jetzt mal werten zu wollen. So. Wir möchten eine zeitnahe Abrechnung, das heißt, wir möchten nicht, dass die Musiker ewig lang auf ihr Geld warten müssen. Also ich war selber 15 Jahre Mitglied in der GEMA. Es ist teilweise so, dass gerade bei Konzerten im Ausland man dann nach 2 Jahren irgendwann mal seine paar hundert Euro kriegt. Und das ist für jemanden, der davon lebt, einfach etwas schwierig. Ich kann schlecht zu meiner Bank gehen und sagen, so in 2 Jahren, da kommt meine Kohle von der GEMA und ich brauche jetzt mal einen Kredit. Ja, also je nach Nutzungsart, Verzögerung bei der GEMA eben um mehr als ein Jahr. So, wir wollen kulturpolitisch auch was verändern. Das ist eben für uns die Demokratisierung dieser ganzen Urheberrechtswahrnehmungsgeschichte. Das heißt also, eine Verwertungsgesellschaft sollte eben demokratisch organisiert sein und nicht die oberen 3000 diejenigen sein, die alles entscheiden, so wie es eben bei der GEMA ist, wo lediglich die ordentlichen Mitglieder direkt stimmberechtigt sind. Das sind aber eben nur 3.500 von knapp 65.000 und der Rest wird über Delegierte vertreten und die sind auch immer in der Minderheit. Das heißt also, eine Änderung der Verwertungspolitik ist von innen nicht zu erwarten bei der GEMA. Wir möchten, dass das Ganze auch etwas ausgewogener ist. Das heißt, wir werden natürlich auch mit der Industrie Gespräche führen und auch da in einem regen Austausch bleiben. Das ist uns wichtig und das ist auch unser Verständnis von oder unsere Rechtsauffassung. Der Auftrag einer Verwertungsgesellschaft ist auf jeden Fall ganz klar, dass er eben die Rechte der Mitglieder wahrnimmt, aber eben auch eine, ja, wie es halt so schön heißt, eine faire Vergütung. Ne? Also es muss irgendwie nachvollziehbar sein, dass man hier irgendwie Geld haben möchte von allen möglichen Herstellern von Aufnahmegeräten und so weiter und so fort oder eben Clubbetreibern. Und eben nicht, wie es bei der GEMA ist, eine Abschreckungspolitik oder Drohgebärden. Wir führen jetzt hier neue Tarife ein und dann könnt ihr alle irgendwie danach springen, wie wir es irgendwie uns vorgestellt haben. Sondern wir möchten das eben mit den Kreativen und eben auch der Musikindustrie und den Nutzern gemeinsam gestalten. So, wie könnte das denn irgendwie im Ablauf genau aussehen? Es gibt verschiedene Varianten des Reportings, also der Werkerkennung oder was auch immer. Das ist einmal analog Audioerkennung, das heißt, also es gibt natürlich Listen, ne? Die Musiker können, wenn sie Konzerte spielen, ihre Listen abgeben oder es werden Playlists generiert, in denen halt ganz klar die Daten drin sind. Wie ich schon erwähnt habe, wollen wir digitale Plugins oder Schnittstellen in die Player oder ins Pult integrieren. Die GEMA macht das übrigens auch so, bloß ist es aber so, dass es da, glaube ich, 20 Clubs deutschlandweit gibt, in denen so eine Blackbox hängt und da wird dann irgendwie einmal im Monat eine Stunde mitgeschnitten und dann wird geguckt, ah, okay, da lief jetzt irgendwie Maffei und Nena und das heißt, überall woanders lief eben auch Maffei und Nena und deswegen kriegen die das ganze Geld. Und wir haben uns vorgenommen, sozusagen eine Online-Registrierung auch zu ermöglichen, das heißt also,
dass man wirklich hingehen kann und sagen kann, so, ich bin jetzt hier in diesem Club, ich lege jetzt hier auf, ich spiele die und die und die und die Sachen und ich möchte auch, dass die Bands, die ich hier quasi auflege, dann auch ihr Geld dafür bekommen. Da sind wir natürlich auf die Zusammenarbeit der Clubbetreiber und so angewiesen. Wir sind da aber relativ, sage ich mal, guter Dinge. So, das Resultat davon wäre eine wirklich weitestgehend exakte Abrechnung von Werken, die tatsächlich in den Clubs laufen und eben nicht anhand irgendwelcher statistischen Hochrechnungen geschätzt oder geraten werden. So, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann jetzt sagen, okay, es gibt Audio-Fingerprinting, man hat Werkerkennung, du kannst irgendwie dein Telefon hochhalten. Ich sage immer, stupid people need smartphones. Und dann sagt dir dein Telefon, ach, das ist doch der Track. Also, super. Also es geht, das ist technisch möglich. Wir hatten letztens die Ehre, irgendwie auf einem Panel zu sitzen, wo jemand vom Fraunhofer-Institut auch nochmal ganz klar bestätigt hat, dass selbst Mashups, die aus 3 oder 4 verschiedenen Werken bestehen und gepitcht sind und also weitestgehend unkenntlich gemacht wurden, für die Technologie das noch zu erkennen, das ist nicht so. Es ist also durchaus möglich, das zu machen. Die GEMA hat sich bis jetzt immer daraufhin zurückgezogen, zu sagen, es wäre viel zu teuer und würde sowieso auch gar nicht funktionieren. Wir wissen, dass es funktioniert. Es gibt da verschiedene Beispiele. DJ Monitor Collector oder TuneSat und derer mehr. So, jetzt haben wir hier, wie weit wir denn eigentlich gekommen sind bis jetzt und was wir noch so vorhaben in der nächsten Zeit. Wir haben uns am 25. September in Hamburg auf dem Reeperbahn-Festival als Genossenschaft gegründet mit 50 Mitgliedern. Ich persönlich hatte nicht gedacht, dass es so reibungslos ablaufen würde. Ich dachte, irgendjemand kommt bestimmt nicht oder vergisst seinen Ausweis oder was auch immer. Nein, dem war nicht so. Es ist alles super gut abgelaufen. Es wurde alles notariell beglaubigt. Und ich war wirklich, habe lange Jahre in WGs und besetzten Häusern gewohnt und war das nicht gewohnt. Also, ne? Es hat super gut funktioniert. Wir haben eben 50 Mitglieder gehabt, die Summe von 30.000 auf den Tisch gelegt haben. Das war die Summe, die man braucht, um eine europäische Genossenschaft zu gründen. Das ist quasi das Gründungskapital. Dann ging es darum, okay, wir brauchen Mitglieder, denn das DPMA, also das Deutsche Patent- und Markenamt, hat die staatliche Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften und die haben natürlich gewisse Vorstellungen, was man als Verwertungsgesellschaft erstmal am Start haben muss, um überhaupt eine Lizenz zu bekommen, die wir noch nicht haben. Also ging es darum, gut, wir brauchen irgendwie Mitglieder. Das ist mal ganz wichtig. Wir brauchen ein wirtschaftlich relevantes Repertoire, um das Recht zu haben, als Verwertungsgesellschaft aktiv zu sein. Wir haben dann gesagt, okay, wir brauchen also Mitglieder und wir brauchen aber auch Finanzen. Das heißt, wir brauchen Geld, um die technische Infrastruktur aufzubauen, die wir brauchen, um irgendwie sicherzustellen, dass wir überhaupt in der Lage sind, festzustellen, welche Tracks wo laufen und was für Werke wo ausgestrahlt werden, von wem und so weiter und so fort. Also sagten wir, gut, wir machen ein Crowdfunding. Das lief bis Ende September. In diesem Crowdfunding haben wir etwas über 118.000 Euro eingesammelt aus der Community. Das waren nicht nur Musiker, das waren auch Clubbetreiber, das waren einfach Menschen, die mit der GEMA einfach nicht zufrieden sind oder denen das nicht ausgereicht hat, dass es irgendwie ein Monopol gibt und dass die GEMA so sich verhält, wie sie will. Ich will jetzt auch gar nicht so viel über die GEMA immer reden. Das war sehr erfolgreich für uns, wir waren überrascht und jetzt zurzeit läuft noch bis zum 9. Dezember ein sogenanntes Flash-Funding, das machen wir auf unserer eigenen Plattform. Wir hatten das Crowdfunding bei Startnext gemacht, das war aber dann doch sehr kostenintensiv, da einfach viel Geld dadurch verloren ging. Das heißt, wir haben jetzt auf c3s.cc ein Flash-Funding zu laufen, um noch mehr Mitglieder zu sammeln oder zu gewinnen. Und eben die Finanzierungslücke von jetzt aktuell ungefähr 55.000 Euro, die uns noch fehlen, um bis zum Jahresende auf eine Summe von 200.000 zu kommen. Warum wollen wir 200.000 bis zum Jahresende? Es ist so, dass das Land Nordrhein-Westfalen uns Fördergelder zugesagt hat, bis zur Höhe von 200.000 werden die jeden Euro verdoppeln. Das heißt also, oder hieße, wenn wir bis zum Jahresende 200.000 voll machen, haben wir zum Jahresanfang 2014 400.000 plus das Gründungskapital von 30.000 zur Verfügung, um eben Entwickler zu bezahlen, die Infrastruktur aufzubauen und noch weitere Mitglieder zu gewinnen, um dann in dem nächsten Jahr auch die Lizenz beantragen zu können beim DPMA. Wir haben uns irgendwie so eingeschossen auf um die 3.000 Mitglieder sollten es wohl sein, damit das DPMA dann sagt, ja gut, also das sind jetzt nur 3.000 Leute, das ist schon eine ganze Menge, da habt ihr schon ein Repertoire zusammen. Das ist jetzt keine Vorgabe von denen gewesen, das war das, was wir uns so ein bisschen zusammengerechnet haben.
Und wir werden dann im nächsten Jahr also den Antrag auf die Zulassung stellen. Aktuell haben wir ca. 650 Mitglieder. Da sich herausgestellt hat, dass unheimlich viele von den Supportern, also weit über 3.500 Supporter beim Crowdfunding, viele von denen wollten einfach nur spenden oder eben haben sich ein T-Shirt geklickt oder einen Tag Studiozeit oder alles Mögliche. Wir haben ja verschiedene Goodies angeboten und haben einen europaweiten Verteiler mittlerweile mit einer Reichweite von mindestens 50.000 Empfängern. Das beinhaltet also alles Mailinglisten, Social Networks und so weiter. Wir haben also die Gründung als Genossenschaft, als europäische Genossenschaft in diesem Jahr vollzogen. Im nächsten Jahr, wie gesagt, der Aufbau der technischen Infrastruktur und 2015 hoffen wir mit der dann uns zugeteilten Lizenz auch tatsächlich das Geschäft aufnehmen zu können. So, ich mache mal eben weiter. Danke, Dani. Ich wollte noch ein bisschen was zu den Einzelheiten der Struktur vielleicht sagen. Wir haben eine europäische Genossenschaft genommen, obwohl das erstmal ein Gründungshindernis war, weil da braucht man 30.000 Euro Startkapital. Und es ist schwierig natürlich, wenn man viele Mitglieder hat, die nur 50 Euro als Einlage machen können. Aber wir wollten von vornherein klar machen, dass wir europaweit tätig werden. Und inzwischen ist es so, dass die EU auch erkannt hat, dass da die Verwertungsgesellschaften falsch organisiert sind, weil praktisch in allen EU-Ländern ist für jede Sparte von Urheberrechten, die wahrgenommen werden, eine Verwertungsgesellschaft da, die de facto das Monopol hat. Und die EU will diese Monopole knacken und den Wettbewerb stärken. Und da sind wir sozusagen also genau richtig am Start als europäische Genossenschaft. Das zweite Prinzip, was mir sehr wichtig war, was Dani auch schon rausgestellt hat, wir nehmen nur Urheber als stimmberechtigte Mitglieder auf. Wir nehmen auch andere auf, die uns finanziell fördern wollen. Die sind dann sogenannte investierende Mitglieder. Das sieht die Konstruktion der europäischen Genossenschaft extra vor. Aber die haben kein Stimmrecht, die investierenden Mitglieder. Und wir wollen auch die Verlage raushalten. Weil das Grundprinzip, was die C3S vertritt, und das finde ich auch das kulturpolitisch Entscheidende, ist, dass das Urheberrecht wieder den Urhebern zurückgegeben werden soll. Das ist viel zu weit abgedriftet an die Urheberrechtsverwerter. Das sind diejenigen, die also auch diese rückwärtsgewandte Politik machen, des sozusagen nur noch polizeistaatlichen Überwachens und des Einführens von immer neuen Hindernissen beim Konsum von Kultur. Und wir sind der Meinung aber, dass man auch mit den bestehenden rechtlichen Regelungen durchaus in der Lage sind, das Urheberrecht wieder den Urhebern zurückzugeben und denen auch den eigentlich vernünftigen Kern der Regelung, dass sie nämlich leben können sollen von ihren Werken, denen auch wieder zur Verfügung zu stellen. Und der große Anreiz besteht natürlich darin, dass wir uns verstehen als eine Verwertungsgesellschaft, die zum digitalen Zeitalter passt und nicht als Verwertungsgesellschaft wie die GEMA, die sich immer als Bollwerk gegen die digitale Revolution gestellt hat. Und ich denke mal tatsächlich, dass mit den technischen Mitteln, die heute da sind, eine viel höhere Verteilungsgerechtigkeit erreicht werden kann, als das bisher der Fall ist. Das ist ja einer der Grundkritikpunkte, was Dani auch schon aufgeführt hat. Als europäische Genossenschaft werden wir weiter Mitglieder aufnehmen. Wir haben aber den Kernbereich immer noch in Deutschland von der Mitgliederstruktur her und werden deswegen auch beim DPMA, beim Deutschen Patent- und Markenamt, die Zulassung beantragen. Eine Zulassung braucht man, weil das Gesetz das einfach so vorsieht, dass da so eine behördliche Aufsicht ist. Und wir werden dann aber wahrscheinlich, sobald die europäische Richtlinie, die jetzt politisch durch ist gerade, die zwischen Parlament und Kommission ausgehandelt worden ist, schon im nächsten Jahr europaweit Lizenzen vergeben können, was möglicherweise parallel zu dem Zulassungsantrag beim DPMA geschehen kann. Noch was vielleicht zur Struktur, weil du das gerade angesprochen hast mit Verwaltungsrat, das hört sich so etwas altertümlich an. Wir haben bei der Europäischen Genossenschaft das eine Strukturmodell gegeben, was man gewählt, was man zur Auswahl hat. Es gibt einmal das Strukturmodell, wo man einen Vorstand und einen Aufsichtsrat hat. Und es gibt das Strukturmodell, wo man beides zusammen in einem Gremium hat. Das ist der sogenannte Verwaltungsrat. Und den stellvertretenden Vorsitzenden habt ihr hier vor euch.
Und die laufenden Geschäfte führen in Deutschland aber die sogenannten geschäftsführenden Direktoren, hört sich auch ganz toll an. Das ist der Mike Michalke, der also von Anfang an dieses Projekt gefördert hat, und Wolfgang Senges, der auch zum Urgestein der C3S gehört. Und alles anfangen zu laufen wird dann im Januar nächsten Jahres, wenn wir dann auch Büroräume in Düsseldorf beziehen werden. Geplant ist auch, dass wir 2015 dann in Berlin eine Niederlassung bekommen. So viel vielleicht noch zu den Einzelheiten zur weiteren Entwicklung. Du wolltest aber noch eine ganz wichtige Folie bringen, Dani. Stimmt. Also wir sind ja der Meinung, dass eine Änderung der Situation zwingend notwendig ist. Ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen. Das hat auch die Unterstützung, die wir genießen, irgendwie bis jetzt gezeigt. Wir brauchen aber immer noch Unterstützung. Das heißt, wir brauchen Mitglieder, Mitglieder, Mitglieder. Und sobald dann das mit der ganzen Förderung klar ist, brauchen wir natürlich auch Leute, die sich daran beteiligen, diese Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, wir brauchen Entwickler und eine komplett in Software gemeißelte Architektur für diese Cultural Commons Collecting Society. Und ich sage jetzt mal danke. Ne? Und falls ihr Fragen und Anregungen habt, dann könnt ihr die jetzt gerne stellen. Genau. Hier nochmal ganz kurz die Mails. Zack, 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 gelesen. Ah, das ist dann das Nächste. Ja, das könnt ihr euch noch aufschreiben hier. Hat noch jemand Fragen? Ja, hier vorne war. Ja, eine Anmerkung, wobei sie sich jetzt auch wieder relativiert hat. Also ich hatte das Gefühl, dass mit den Urheberrechten das Hauptproblem, das wir heutzutage haben, ist ja, dass die Urheber teilweise einfach nicht mehr existieren. Das heißt, die Rechte werden weitergegeben, weitergegeben, weitergegeben. Und so wurde das jetzt meiner Meinung nach in eurem Vortrag einfach nicht adressiert. Was sagt ihr denn dazu? Naja, wir wollen ja gerade damit, dass wir eine Verwertungsgesellschaft schaffen, die wieder dran ist an den Urhebern, ein Stein in dem oder ein Baustein in dem Prozess leisten, dass Stopp, das hört doch niemand im Stream. Oder gib's mal kurz wieder. Ja, nee. Ich gebe dir mal das Mikrofon. Wenn wir jetzt eben das Problem haben, dass das Urheberrecht nicht einfach wieder verfällt, also es wird weitergegeben. Aber wir haben jetzt nicht, wie du gerade sagtest, nach 70 Jahren verfällt. 70 Jahre nach dem Tod. Genau, aber was machen wir in dieser Zwischenzeit? Ich finde, das ist eine Frage, die wir wirklich adressieren sollten, weil es für viele Musiker oder auch Künstler in anderen Genres, die sich eher mit der bildenden Kunst auseinandersetzen, gerade ein finanzielles Problem. Also habt ihr das Problem auch adressiert oder fällt es voll und ganz raus? Es tut mir leid, ich hab das nicht ganz verstanden. Der Urheber hat Nutzungsrechte während seiner Lebensdauer am Werk und 70 Jahre nach dem Tod. Wir wollen nur die Urheber während ihrer Lebensdauer. Die Erben nehmen wir auch nicht auf. Wir werden natürlich auch für Nichtmitglieder der Genossenschaft Wahrnehmungsverträge abschließen. Das heißt, wir werden auch für die Geld kassieren. Wir werden die aber nicht als Mitglieder aufnehmen. Aber 70 Jahre nach dem Tod ist die Wahrnehmung der Nutzungsrechte vorbei. Und ich habe jetzt die Frage nicht verstanden. Wolltest du, dass man das verlängert? Überhaupt nicht. Ich bin der fest überzeugt, dass jemand, der tot ist und in seinem Testament da nichts geäußert hat, keine Nutzungsrechte mehr hat. Und ich finde es einfach total, Klammer auf, Scheiße, Klammer zu, dass dann gegebenenfalls noch Erben da irgendwelchen finanziellen Anspruch haben, wenn es dann durchaus kreative Menschen gibt, die, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Musik, die gegebenenfalls eine Ballade oder irgendwelche Partituren noch nutzen wollten. Und ich sehe eben gerade in dieser Zeitspanne der 70 Jahren das große Problem. Ja, ich glaube, ich habe letztens irgendwann mal ein Interview mit Godard gelesen, der meinte irgendwie so, also ist ja schön und gut, was zu vererben, aber wenn die Belger dann 18 sind, sollen sie Felix was Eignet auf die Beine stellen? Also da wären wir dann bei 18 Jahren nach dem Tod. Das Ding, was für uns einfach ausschlaggebend war, ist, dass wir eben nicht darauf warten wollten, bis dieses Urheberrecht neu verhandelt wird. Wobei da auch noch nicht klar ist, was dabei rauskommt. Vielleicht wird die Schutzfrist sogar noch länger. Weißt du? Also das weiß man ja nicht. Das heißt, wir wollten einfach jetzt sofort loslegen und mit den bestehenden rechtlichen
Rahmen, den wir haben, sozusagen arbeiten. Okay, wir haben hier hinten noch eine Frage, und zwar der junge Mann hier. Doch, wir adressieren das schon. Also wir diskutieren darüber intern, so in der Struktur, die wir jetzt haben. Aber was da tatsächlich an Entscheidungen gefällt wird, das hängt an den Mitgliedern. Wir werden eine Generalversammlung haben mit allen Mitgliedern, in der dann die Entscheidungen getroffen werden. Wir können Anregungen geben, aber wir wollen ja nicht den Laden schmeißen nach unseren Vorstellungen, sondern die Entscheidungen werden von den Mitgliedern getroffen, eben von den Musikern. Okay, so. Danke schön. Wir haben die nächste Frage. Sind eigentlich zwei Fragen. Wir haben in dem Vortrag zwei Worte gefehlt, zu denen ich euch bitten würde, noch was zu sagen. Entweder warum sie nicht drin waren oder zu dem Inhalt. Einmal GEMA-Vermutung und das andere ist die Abgrenzung von C3S gegen Creative Commons. Ist das dasselbe? Was hat das miteinander zu tun? Muss man Creative Commons Werke machen, damit man in die C3S kommt? Muss man das, also, weil es da immer so Verwirrung gibt, und das hat mir so ein bisschen, hätte ich mir gewünscht, dass es noch mit drin ist. Ja, also ich habe die Folien auf die Hälfte zusammengestutzt, weil es hieß, wir sollen uns ein bisschen ranhalten. So. Also GEMA-Vermutung war drin, und da kann euch der Meinert auf jeden Fall nochmal was dazu sagen. Ja, also die sogenannte GEMA-Vermutung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine tatsächliche Vermutung, dass die GEMA ein Monopol im Bereich der Tanz- und Unterhaltungsmusik hat. Das heißt, in dem Bereich der Musik ein weltweites Repertoire vertritt. Und wenn man ein Musikstück spielt, wird vermutet, dass die GEMA dafür kassieren kann. Wer sagt, er, die Musik wird aber nicht von der GEMA oder einer anderen Urheberorganisation vertreten, die mit der GEMA einen Gegenseitigkeitsvertrag hat, muss das Gegenteil beweisen, was in der Regel unmöglich ist. Diese GEMA-Vermutung, da sie eine tatsächliche Vermutung ist, ist geknackt in dem Moment, in dem eine andere Urheberverwertungsgesellschaft auftritt, die ein relevantes Repertoire vertritt. Deswegen sagen wir auch, also 1500 bis 3000 Urheber brauchen wir schon. Dann ist die GEMA-Vermutung futsch. Und das führt natürlich zu einem Erdrutsch. Das führt auch dazu, dass die GEMA unter Zwang besteht, sich etwa mit so einer Organisation wie C3S zu einigen. Was wir nicht verhindern werden können, ist, dass es natürlich in dem relativ oligopolistisch strukturierten Markt der Labels, nicht, dass die sich irgendwo einigen mit der GEMA und da nochmal ein Gegenmodell aufstellen. Aber das warten wir in Ruhe ab. Das passiert ja auch, ne? Also die CELAS, ne? Also die GEMA hat mit Universal und mit Sony schon zwei Verträge abgeschlossen und zieht sich aus dem Bereich ja auch zunehmend zurück. Wir werden sehen. Also wie gesagt, ne? Das ist im Gesetz auch so verankert. In dem Moment, wo es eine zweite Verwertungsgesellschaft gibt, ist diese Vermutung hinfällig. So. Zum zweiten Punkt der Creative Commons Lizenzen. Ja, C3S ist nicht gleich Creative Commons, aber C3S ist in favor of Creative Commons. Aber wir werden natürlich auch schon von der gesetzlichen Konstruktion her All Rights Reserved Lizenzen vertreten. Das ist aber auch sozusagen unser Credo, dass die Urheber das entscheiden sollen. Und das können sie dann ja frei entscheiden. Ja, also ich bin ja, wie ich schon erwähnt habe, 15 Jahre in der GEMA Mitglied gewesen, und ich bin nur deswegen ausgetreten, weil ich eben Creative Commons Lizenzen verwenden wollte und mir das verboten wurde. Wo ich dann erstmal ziemlich lange telefonieren musste, bis ich jemanden an der Strippe hatte, der mir sagen konnte, ach ja, ich weiß ja, was du meinst, Creative Commons, kenne ich. So, nee, machen wir nicht. Und ich so, wie macht ihr nicht? Ich dachte, ihr seid Vertreter für uns, Künstler. Und ich so, ja, du bist ja nur angeschlossenes Mitglied. Wähl deinen Delegierten und lass ihn das dann vortragen oder so nach dem Motto. Ich so, ah, alles klar, okay. Das heißt, ich muss jetzt auf komplett meine ganzen Einnahmen verzichten, damit ich Creative Commons Lizenzen verwenden darf. Der so, ja. Und der hat mir damals schon, und das war 2006, hat der mir schon gesagt, dass er wüsste, dass es in der Europäischen Kommission schon längst Bestrebungen gibt, diese monopolistischen Verflechtungen der Verwertungsgesellschaften zu sprengen. Aber solange da kein Handlungsbedarf besteht, weil eben kein Gesetzgeber hingeht und sagt, so, jetzt ist mal Schluss hier mit lustig, jetzt sollen die Musiker mal wieder entscheiden, machen wir auch nichts, hat der mir am Telefon so gesagt. Und ich so, ist ja interessant, super. Und dann bin ich da ausgetreten, bekomme keinen Cent mehr. Und ich bin jetzt keiner von den Musikern gewesen, der jetzt überhaupt nur irgendwie hobbymäßig und kein Geld da über die GEMA hätte, also eingenommen hätte. Ich habe durchaus Produktionen mitgemacht oder Songs geschrieben mit Bands, die durchaus irgendwie in den Charts waren und so. Und das war schon wichtig für mich, diese Einnahme. Aber viel wichtiger war mir eben die Selbstbestimmung.
Und ich war sehr froh, als ich dann endlich gemerkt habe, Jahre später, dass dann auch wirklich andere Leute da sind, die dasselbe Interesse verfolgen und endlich eine Gründung einer solchen alternativen Verwertungsgesellschaft vorangetrieben wird. Und habe mich natürlich sofort dann angeschlossen. Und ich denke, dass das auch der einzige Weg ist für Künstler, die halt wirklich eine Selbstbestimmung haben wollen wieder. Und man sieht auch, seit wir ins Bild gesteppt sind sozusagen, passiert bei der GEMA mehr als in den letzten 15 oder 20 Jahren. Ne? Eine nervöse Betriebsamkeit ist festzustellen und die Europäische Kommission hat hinter uns schon die Batterien aufgebaut und ballert los. Und wir sind ey, super, endlich sind wir mal nicht zu früh. Okay, dankeschön. Jetzt noch eine letzte Frage in dem Themenkomplex. Alles andere könnt ihr dann auch gerne im Nachhinein noch fragen. Hallo, ich bin selber Hobbymugger und habe einen Proberaum im Orwo-Haus. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist aus Berlin-Marzahn. Und wir machen regelmäßig Workshops rund ums Thema Mucke. Und daher meine Frage, hättet ihr nicht vielleicht Interesse und Lust, auch mal bei uns die C3S vorzustellen, ganz einfach? Auf jeden Fall. Ich habe letztens mal wieder Radio gehört und da war auch jemand vom Orwo-Haus da, der das mit irgendwie aufgebaut hat. Und ich finde das eine super Idee. Und ja, cool. Sehr gerne, auf jeden Fall. E-Mail-Adresse. Ja, alle anderen, die auch gerne Vorträge zur C3S haben möchten, in ihren Initiativen oder Proberäumen oder Zusammenschlüssen, können sich ja sicher auch an euch wenden. Gerne. Genau. Dann danke euch nochmal ganz herzlich, dass ihr hier wart und das nochmal vorgestellt habt.